Hallo, ihr Querlinge! In dieser Episode von Pathfinder Wrath of the Righteous ist eine rachsüchtige Nokori in den Gassen der Unterstadt von Alushinira auf der Suche nach Shivaro. Los geht's! Nokori möchte gerne in der Unterstadt von Alushinira Shivaro aufspüren und die Sache zu Ende bringen. Und ich denke, wir beginnen unsere Nachforschungen in der Taverne zum Pechvogel und da schaffe ich die Helden jetzt mal hin. Da sind wir und Nokori führt ein Gespräch mit dem Wirt. Vielleicht hat er ja irgendwas gehört. Ah, wir können auch wegen Sosi als Quest hier fragen. Das ist interessant, da wäre ich gar nicht drauf gekommen. Dann suchen wir in Sachen Sosi als Bruder. Trevor. Also, ich suche nach einem ganz bestimmten Sklaven. Ich vermute, dass er von einem Sklavenhändler mit einer schwarzen Maske verkauft wurde. Burgatz kratzt sich am Hinterkopf. Unter seinen krummen Fingern kommen kleine Spinnen hervor. Er stellt einen Krug mit brodelndem Schnaps vor dich, an dessen Oberfläche Schaum schwimmt. Keine schwere Frage. Bier? Nur 1500 Gold. Das müssen wir wohl bezahlen. Das Bier schmeckt furchtbar. Der Nachgeschmack ist unerträglich. Am Boden des Krugs erkennst du ein teilweise aufgelöstes Insektenbein. Ach, das ist doch das Wenigste hier. Auf eure Gesundheit. Also, dieser Typ mit der schwarzen Maske handelt nur mit bestimmten Sklaven, Gladiatoren. Wenn der, den ihr sucht, noch lebt, dann versucht es mal in Kampfesfreud. Ah, stimmt. Der Schwarzmaskentyp ist ja der Gladiatorenhändler gewesen. Also müsste Trevor Wenig in Kampfesfreud sein. Das ist ein naheliegender Gedanke. Und ja, da riecht Sosiel natürlich Lunte. In der Arena? Sosiel blickt dich entsetzt an. Diese Ungeheuer haben ihn. O Schelen, welch grausamer Hohn. Doch er lebt noch und nur das zählt. Wir dürfen keine Zeit vergeuden. Wir müssen ihn da rausholen, bevor es zu spät ist. Also, dass er noch lebt, hat der wird aber nicht gesagt. Wir gehen. So. Milara? Ah ja. Wir können Milara auf Kerz ansprechen. Kennt ihr einen Piraten namens Kerz? Die Zauberin schnaubt verächtlich auf und lächelt voller Verachtung. Jeder Aeronaut auf den Mitternachtsinseln kennt dieses blutrünstige Tier. Er ist ein schändlicher und widerwärtiger Schuft, der sich in den Tiefen seiner moralischen Verkommenheit suhlt. Auf Golarion tun sich selbst die Piraten der Fesseln, die sich sonst bei jeder Gelegenheit gegenseitig an die Gurgel gehen, zusammen, um Degenerierte wie ihn zu jagen und an der Ra aufzuknüpfen. Gauner wie er gehören nicht an Deck eines Schiffs, sondern hinter Gitter oder auf ein Schafott mit einem Strick um den Hals. Das war deutlich. So, weitere Informanten haben wir hier ja nicht. Nach Shivaro konnten wir auch nicht fragen. Wenn ein Rundgang durch die Zimmer hier hinten nichts zutage fördert, wäre der nächste logische Schritt mal in die Hausschlachterei zu gehen. Das hatte ja was mit Shivaro zu tun. Vielleicht ist er dahin geflohen. Wäre zwar dumm aus ihrer Sicht, aber vielleicht ist sie ja dumm. Wer sagt uns denn, dass sie nicht dumm ist? So. Die V-Schlachterei ist gleich nebenan. Dann können wir das abhaken, falls sie dort nicht ist. Aber dann habe ich auch keine weitere Idee. Wolf, schau dich mal um. Fine. Nee, die ist nicht hier. Die ist nicht hier. Raus. Tja, und du? Was haben wir denn hier? Also, ach, da oben, ach, da ist noch was, stimmt. Da unten aber auch. Wir versuchen mal hier unser Glück, indem wir hier die Gasse zurücklaufen.
Dann will ich endlich mal diese beiden Sachen plündern und wir haben ja eigentlich gar nicht so viele Räumlichkeiten hier. Der Pechvogel hat diese drei Türen. Ja, wir gehen einmal im U hier runter, nehmen das da mit, dann hier rüber und wieder hoch. Entweder kriegen wir dann irgendwas von Shivaro mit oder auch nicht. Wenn wir was von ihr mitkriegen, dann reagieren wir entsprechend. Wenn wir nichts mitkriegen, dann gehen wir erstmal in Richtung... Wieso ist da die Hand der Erbin? Das ist totaler Quatsch. Dann gehen wir erstmal in Richtung Kampfesfreud. Genau. Also. Heißt... Orientierung. Ihr seid da. Lass mal die Kamera richtig drehen, weil wir müssen jetzt nämlich hier runter. Das geht jetzt sogar. Vielleicht werden wir wieder angegriffen von irgendjemandem, der glaubt, von Kraft geträumt zu haben. Wir können auch einfach mal einen Bettler ansprechen, ob der was gesehen hat. Nee, wir können die Bürger nicht bestechen von wegen, ey, erzähl mal, wo Shivaro ist. Ah ja, da ist sie. Na, ist klar. Sieh an, was für ein süßes kleines Vögelchen. Wir werden euch jetzt verschlingen. Oh, wie ich ihr das gönne. Ihr jämmerliches Geschmeiß, erkennt ihr mich nicht? Ich bin Shivaro, Madame des 10.000 Wonnen. Da fehlt das Wort gewesen am Ende. Verdammt, vergebt uns, Herren. Bitte tötet uns nicht, habt Gnade. Oh, ein unterwürfiger Inkubus. Ihr, wegen euch habe ich alles verloren und muss mich jetzt mit diesem Abschaum herumschlagen. Zeit, die Rechnung zu begleichen. Mhm. Hey, Abschaum! Ich verschone alle, die mir helfen, diese Sterbliche zu töten. Uiuiuiuiui. Keine guten Initiativewürfe, keiner dran vor ihr und die macht wieder irgendwelchen Budenzauber. Ah, schade. Schade, schade, schade. RK49, nicht zu fassen. Na gut, du kannst aber mal dich zumindest da hinstellen. Mal eine mitgeben. Außerdem Babau an der Seite. Danke. Ach, da kommen noch welche oben rein. Das ist ja klasse. Wo ist ein Schattenfang? Ah, gut, da steht sowieso eine Kori im Weg. Ah, den könnte ich sogar erreichen. Den kann ich auch erreichen. Level 13. Level 18. Der ist die größere Bedrohung. Ja, da geht auch. Level 5, der ist ja schon vom Hinlaufen weg. Sie geht nicht. Den oder den? Naja, wenn ich dahin gehe, dann dreht sich Schattenfang. Also der wilde Schier ist ja einem Tatzenhieb weg. Und wenn Schattenfang nicht durch einen der beiden getriggerten Gelegenheitsangriffe gestoppt wird, was ich einfach mal hoffe, dass es nicht so ist, wird er sich dann umdrehen und entweder hier tatzen, da tatzen oder da tatzen. Ich glaube, sie steht am nächsten. Gucken wir mal. Ja, so halb ist es gegangen. Wiewohl wir aber, glaube ich, einen blöden Angriff freibekommen haben. Ey, der trifft, der würfelt eine 19. Ist es denn wahr? Nun gut, jetzt sind die Gegner dran und es wird wehtun. Okay. Die hassten sich, wir hassten uns. Schattenfang ist leider nicht mit im Boot, aber ich kann es nicht ändern. Oh, es sind noch mehr. Wow. Wer haben wir denn hier? Ach, der ist stimmt. Das sind ja die beiden, die hingelaufen waren. Wolli, was würfelst denn du zusammen? Gut, der hat eine RK von 40. Immerhin. Ich war schon echt total enttäuscht. Aber es ist okay. Er hat eine RK von 40. So, dann gehst du weg.
Da steht ja noch einer. Stehen da mehrere. Geht dahin. Lan. RK40. Erstmal den, dann kriegen alle beide eine drauf, wenn du den umschießt. Weil ihr staunt, wie Lan das im Nahkampf macht mit dem Bogen. Was könnte er nicht ansatzweise? Ach, so sieht es gehalten. Das ist ja klasse. Nokori. Wer steht denn da noch? Wo ist denn Galfried eigentlich? Ach, der ist ja ganz rechts. Also, Borstel schicken wir nach vorn. Ey, die Tussi kann sich tarnen und irgendwelche Scheiße auf uns zaubern. Ich muss Borstel da hinstellen, damit Schattenfang einen Zangenbonus kriegt. Irgendwer muss sich um den da kümmern. Oder kann das Arusha lehnen? Na, wer weiß. Naja, es war lieb gemeint. Das wird üblich wie üblich nichts. So, kannst du schon? Boah, ja. Ah ja, ich glaube, Arushale hat das Talent nicht, dass sie im Nahkampf schießen kann, ohne sich einen Gelegenheitsangriff einzufangen. Das war gefährlich, aber sie hat nur einen Schuss und einen Treffer gebraucht, um den Gelegenheitsangreifer umzuhauen. Insofern war das gut. Hat sie noch einen weiteren umgehauen und sogar noch bei Shibaru ausgeteilt. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Was soll denn das? Hallo, Dera. Noch ein Babau-Infiltrator neben dir. Was machen wir denn da? Lass mal erstmal Galfried hier drauf hauen. Das war jetzt nur so semi-erfolgreich. So, so sie hat es nicht geschafft. Person festhalten. Jetzt würde man ja behaupten, dass eine ganz normale, handelsübliche Bewegungsfreiheit eigentlich so sehr wieder in Gang setzen sollte. Ich hoffe, das ist so. Wieso ist da jetzt ein roter Kreis? Er steht doch in Reichweite, aber offensichtlich nicht. Das verstehe ich nicht. Warum hat was fehlt dir denn jetzt? Du hast mit den Zauber abgezogen und dann kommt er nicht. Das ist doch scheiße. So, Minago ist wieder dran. Ja, die Tarnung nervt. Ja, die kann uns irgendwas Fieses machen. Ja, die Tarnung ist zu viel. Die muss dringend weg. Ja, dann haben wir diese Scheiße auch noch. Shibaru wirkt Umwandlung. Hat aber wohl nicht gewirkt. Voljev. Cover me, alright? Ey, die nerven alle. Lan, bitte. You've crossed the wrong mantra. Dankeschön. So, das Problem wäre erledigt. Borstel. Ja, erstmal Nokori. Nokori. Wir bräuchten hier eine Art Feenfeuer. Das wird uns ein bisschen helfen. Auf Shibaru. Aber es gelingt nicht, gerade ihre Zauberresistenz zu überwinden. Schade, hätte klappen können. Hat's aber nicht. Dann heißt es hier ins Nichts rüsseln. Der nervt noch ein bisschen, aber es ist nicht schlimm. So, du kannst versuchen, ein paar Spiegelbilder zu dezimieren.
Galfried kann versuchen, ihn anzugreifen. Der liegt jetzt, gut. Ja, und jetzt? Jetzt möchte ich das... So, jetzt... Jetzt hat sich Sosia da selbst befreit. Da klasse. Da möchte ich den Zauber aber gar nicht mehr ausführen. Weil jetzt ist es nämlich besser zu versuchen, Magie zu bannen. Aber lass mich kurz überlegen. Die ist außerhalb der Reichweite. Ich könnte reiern, wie das immer so geht. Ja. Das ist jetzt total toll. Ich kann jetzt nur diesen Zauber machen. Und dann ist Derans Runde vorbei. Ach, Mensch. Es läuft richtig gut. Wegen so einer dummen Tussi, echt. Sie nervt mich. Ach, und die hat ja so angeberische Verteidigungen. Und die ist bestimmt auch immun gegen Tod. Ja, bestimmt. Immun gegen Tod ist sie nicht. Das wirst du nicht schaffen. Aber das ist ja genau das, was ich erwarte. Och, das hast du ja bei weitem nicht geschafft. Nun gut, wir haben quasi nur noch sie. Versucht, irgendwelche Spiegelbilder wegzuhauen. Ja, Schattenfang hat mit der Tarnung weniger ein Problem. Aber mit der RK. Und haut wen einfach so um? Schattenfang. Was hat sie jetzt getan? Das war wieder irgendein blödsinniger Schwachsinn, den sie hier macht. Das war ein einziger Angriff und sie hat ihn umgehauen. Wie macht sie das? Die hat einen Kampfmodifikator von 41. Ich könnte schon wieder aus der Haut fahren. Das ist so eine angeberische Kuh. Jetzt warten wir mal auf Deran. Vielleicht ist Deran ja irgendwann mal dran. Das hat mich jetzt echt hart getriggert. Mit diesem... Bewegungsfreiheit dann eine Runde verzögert auslösen. So, Deran stellt sich neben Sosiel und versucht zwar mit Magie bannen. Auf Chivaro. Aha, Spiegelbilder, Rindenhaut und Umwandlung sind weg. Naja, ist das schon mal ein Anfang. Da hat es ja schon mal eine geringere Rüstungsklasse. Und die Spiegelbilder kommen uns nicht mehr in die Quere. Dankeschön. Jawohl, Jif. Sie hat immer noch den Standort vortäuschen. Und deswegen wirst du ins Nichts zaubern. Versuch du mal es mit dem Glitzerstaub. Aber ihr Willenswurf war natürlich erfolgreich. Was bedeutet, also sie ist nicht erblindet, aber sie dürfte jetzt, Galfried wurde geblendet, ja, das tut mir echt leid, aber sie hat jetzt auch den Glitzerstaub auf sich drauf, richtig? Genau, das heißt, sie ist jetzt, müsste jetzt besser zu sehen sein. Mal gucken, ob das so ist. Wobei, es ist ja fast schlauer, ihn anzugreifen und dann hier den Schuss zu haben. Sehr stark Tarnung. Mhm. Fehlschlag Tarnung. Wie ist denn das jetzt? Einen 50-prozentigen Wurf, die Tarnung zu überwinden.
Ah ja. Okay, also hat eine 50% Tarnung. Gut. Ja, du bist jetzt blind, das ist total doof. Aber du triffst sogar. So, Nokori. Versuchen es nochmal mit Feenfeuer. Aber es gelingt einfach nicht, diese Zauberresistenz zu überwinden. Es ist schade. Eine 14 Würfeln aufwärts ist zu viel. Ja. Die wütet in unseren Reihen. Das ist ganz, 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 ganz fürchterlich. Wir müssen mal ein bisschen heilen hier. Das war leider nicht so gut, aber Deran muss ja Antimagie versuchen. Und da ist die Tarnung einfach noch zu groß. Ja. Aivo hat nicht blind kämpfen, das ist das Problem. Schattenfang hat blind kämpfen, liegt aber am Boden. Aivo ist jetzt tot. Ja. Wie bestellt, so geliefert. Das ist so eine dumme Kuh. Wie ich die hasse. Minago Nummer 2. Halt, das wäre dumm, wenn ich das täte. Warum wär's dumm? Weil ich vielleicht ihn lieber hier hinstelle. Neben Sosiel wegen des verbündeten Zauberkundigen. Aber das war ein ganz, 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 ich wiederhole, ganz schlechter Wurf. Das war eine 5, oder nein, es war sogar nur eine 4. Die nächste Runde, wo die Kuh nicht zu treffen ist. Ich versuche das mit dem Schneeball, aber der trifft eh nur ein Spiegelbild. Wenn er überhaupt irgendwas trifft. Ja. Die Artillerie kann sich damit aufhalten, Spiegelbilder wegzuballern, weil Dera nicht würfeln kann. Ja, Nokori. Tote Tiergefährten erwecken auf Aivu. Sag danke, Drache. Ach, sein Kochbonus verloren. Ach, es ist alles toll hier, wie das läuft. Wir können halt mit ihm, wir können halt keine Magie beenden. Das sollten wir auch bei Deran bei so sehr ins Zauberbuch packen. Es ist wirklich einfach nur nervig, dass man das nicht kann. Eine Auflösung bringt nichts. Der Zähigkeit 31, das kann nichts bringen. Dann können wir höchstens noch ein Gebet machen. Kommt noch ein Dämon und sie ist ein Punkt gedebufft und wir sind ein bisschen gebufft. Was seid ihr für Typen, die hier rumrennen? Wollt ihr zugucken? Naja, Aivu jedenfalls ist wieder auf den Beinen. Und sie wendet sich Bostel zu, das ist natürlich dumm. Ja, Deran! Würfeln wir mal statt noch 4 eine 5? Wie wär's mit uns zwei, hä? Mit dir und dem W20. Ja, gut gewürfelt. Aber Standort vortäuschen ist nicht drin. Stufe des Wirkers, Modifikator 15. Wurf 12.
Ja gut, das kann er gar nicht wegkriegen, aber so ein bisschen Sachen könnte er ja mal wegtun. Hat er auch gemacht. Irgendwelche Sachen widerstehen, das ist klasse. Wolf, du triffst sie nicht. Du kannst sie nicht treffen. Aber was sollst du machen? Wenn du dich neben sie stellst, haut sie dich um. Ah, Spiegelbild weggeballert. Das wäre Aufgabe von Arusha leer gewesen. Ah, die trifft sogar ein bisschen. Gut. Sie ist ja halb tot. Vielleicht rege ich mich auch viel zu viel auf. Das ist ein harter Gegner. Ja, Schattenfang wäre jetzt genau der Richtige, aber den kriege ich da nicht gut weg. So, Borstel. Oh, das Schweinchen macht seine Sache gewohnt gut. Ja. Da musst du halt hinlaufen. Aber was sollst du sonst machen? Bisschen Galfried zusammenhalten. Ja, gut. Vielleicht geht es ja auf dich, wenn wir Glück haben. Sosiel. Da bleibt nicht wirklich viel, was wir tun können. Zähigkeit halbiert. Gut, dann halbiert es halt. Aber halbiert ist immer noch... Ist immer noch an der Zauberresistenz gescheitert. Wurf, ein Punkt. Ein einziger dreckiger Punkt. Aibu. Oh, 3 Punkte Schaden. Und sie ist dran. Wie kannst denn du... Wieso würfelst du mit einer 17 und triffst Borstel? Das sind Marotten, die ich nicht dulden kann. Die würfelt eine 17. Die hat einen Modifikator von 46 mittlerweile. Oh. Doch, ich rege mich auf. Wir versuchen es weiter, sie zu schwächen. Ich sehe, nur gelingt es nicht. Das ist toll. Und das war wieder so ein Wurf unter der Gürtellinie. Ja, mit einer 6. Klasse gemacht, Deran. Schön, dass du deinen Zauber für nichts verballerst. Da kann Wolf auch noch mit den Schultern zucken. Haut den Schneeball daneben. Die Artillerie kann ab und zu mal treffen, ja. Dann vielleicht machst du es ja wie üblich. Ah, ist nicht schlecht. Der hat noch 13 Punkte. Oh, Galfried, Dankeschön. Die Belohnung von Herax abholen. Wow. 9700. Ey, das ist der Gegner, die nerven einfach. Die können mit einem Finger schnippen, können die alles machen. Die können sich spiegeln, Standort vortäuschen. Die haben permanente Buffs auf sich drauf. Bei mir läuft die Scheiße ab, bei denen nicht. Unfair. Trotzdem gewinne ich. So. Denkt wohl, gewinnt ihr, ihr Scheißdämon. Nicht mal einer gestorben. Doch, Aibu. Aber ich hab ihn wieder. Jetzt brauchen wir dringend. Der Schattenfang war ja nicht gestorben, richtig? Nee, eigentlich nicht. Schattenfang war lediglich bewusstlos. Er sollte eigentlich noch den Kochbonus haben. Das ist auch der Fall. Gut, sammelt euch. Dera darf mal ein bisschen sich hier wieder einschleimen bei Nokori mit einer prächtigen Fokussierung und noch einer prächtigen Fokussierung. So. Genau. Und ich teile noch ein paar Tränke aus an Aibu und an Schattenfang. So. Voljev. Schau dir mal an, was sie so am Leibe trug. Ein Resistenzumhang plus 2, das ist erbärmlich. Umhang der mächtigen Fäuste plus 2 brauchen wir auch nicht.
Stirnreich des verführerischen Charismas plus 2, das ist totaler Müll. Das hier ist das einzige von Interesse. Ring des Glücks, das klingt interessant. Der Rest ist, naja, völlig irrelevant. Hallo. So. Ein goldener Ring mit einer geheimnisvollen Verzierung, die wie ein Runentext aussieht. Dieser Ring gewährt seinem Träger einen Glücksbonus von plus 1 auf alle Rettungswürfe. Ohne desselben Typs sind grundsätzlich nicht kumulativ. Das ist ein ziemlich schlechter Ring. Der hat ja überhaupt nichts Gutes dabei. Also der Ring ist schick, also rein ästhetisch gesehen ist der total schick, aber Glücksbonus auf alle Rettungswürfe. Und das, wo die Ringplätze so begehrt sind. Hat noch irgendwer? Ach, ich hab doch alle was am Finger, das kann ich da vergessen. Das kann Gregor vielleicht noch tragen oder so, ansonsten nutzt das niemandem was. Aber immerhin, wir kriegen ja noch ein bisschen Belohnung von Herax. Ah, das ist ein bisschen interessanter. Wenn gleich auch alles Stangenware hier oben. Das allerdings auch. Ja, aber gut zu verkaufen. Das bringt wieder ein bisschen Geld in die Kasse. Yep. Sehr gut. Da ist noch was drunter. Nein. Ja, damit denke ich, haben wir die Shibaro-Geschichte erledigt. Aber hier, da wollte ich ja aufs Dach. Und dann natürlich in der Arena nachschauen. Wenn wir schon mal hier in der Unterstadt sind. Jetzt wäre es unfair, Sosil gegenüber das auf die lange Bank zu schieben. Wie komme ich hier durch? Komme ich überhaupt durch? Ah, so. So war das. Hallo? Kommt ihr jetzt durch, Leute? Was genau ist das Problem? Ihr zwei, wollt ihr bitte mal da durchlaufen? Oder ihr drei, vier, fünf? Wow. So. Wir müssen jetzt vorsichtig sein. Da oben sind diese Dinge. Das sind nur Bürger, die sollten mich nicht angreifen. Wir müssen auf jeden Fall so stehen, dass Wolf in der Mitte ist. Und uns per Massendimensionstür da hochbringt. Was er genau jetzt tun wird. Dahin. Gut. Hat gewirkt erstmal. Schleich. Mach hier auf. Oh. Magische Essenz. Selten. Was ist das? Fingerfrierer. Was ist denn das? Ein leichter Streitkolben. Von diesem leichten plus 5 Streitkolben der Erfrierung geht eine Aura aus, die Gegner in einem Radius von 10 Fuß mit einem Malus von minus 2 auf Angriffs- und Schadenswürfe mit Fernkampfwaffen belegt. Weil die Finger frieren. Verstehe. Starre Waffe ist mit einer fürchterlichen eisigen Kälte überzogen, die bei einem erfolgreichen Treffer noch Kälteschaden obendrauf packt. Das ist ein sehr, 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 sehr schöner, leichter Streitkolben. Sosiel, wie wär's denn mit dir und diesem Streitkolben? Ich weiß, du hast den da. Schlüpfriger Schwung. Wenn der einen kritischen Treffer macht, dann... Ja, aber ich glaube, der ist besser. Er ist total kalt. Aber du hältst das aus, was Handschuhe. So, aber erstmal bleibst du natürlich hier in diesem Gläfenwaffenset. Sehr gut, ein schöner Fund. Oh, me? Ja, du hast hier noch was zu holen. Oh je, das finde ich ja nie. Da ist es. Oh, ein bisschen Zeug. So, jetzt würde ich dich gerne wieder da drin stehen haben. Denn sonst kannst... Lan, bist du nah genug? Oder weit genug weg? Ich weiß nicht. Du musst ja in einem bestimmten Radius, um
Wollte ich herumstehen, damit er dich irgendwo... Ah, das ist auf jeden Fall besser. Das müsste reichen. Woljew, nein, Lan kuschelt mit Woljew, weil das ist halt gerade situationsbedingt notwendig. Damit hier alle wieder diesen 1,5 Meter runterkommen, Heiler. Aber das gelingt. Und damit sind diese Beutel hier da oben eingesammelt. Hier ist noch einer, ich weiß, aber Gemach, Gemach. Wir machen uns jetzt auf... Ja, wir gehen erstmal in die Arena. Bei der Arena war ja auch ein... Ja, wobei, wir können ja eigentlich erstmal uns von Herax unsere Belohnung abholen. Warum? Weil wir haben doch an der Arena so ein Portal. Da kommen wir gar nicht runter, oder? Ach, wir müssen hier rüber. So war das, genau. Hier. Let us be off. Ich denke, das Portal hier hinten werden wir jetzt mal benutzen, um kurz, wirklich nur kurz, in die 10.000 Wonnen zurückzukehren. War das nicht hier irgendwo? Genau da. Haben wir hierfür eigentlich schon die... Haben wir hierfür die Münze? Ach, das weiß ich gar nicht mehr. Wir haben die Münze für... Die 10.000 Wonnen für die Fleischmärkte, für... Ach, die Fleischmärkte haben wir jetzt mehrfach, richtig. Ach, wir haben sie dreimal. Aber hier ist noch eine. Ach, nochmal. Hier ist noch eine. Pechvogel-Taverne. Ja, richtig. Kampfesfreud. Das wollte ich wissen, dass wir die Kampfesfreud-Münze haben. Das heißt, wir können hierhin zurück... Jetzt geht's aber erstmal in die 10.000 Wonnen. Herax! Ich glaube, wir haben dir Shivaros Schädel mitgebracht. Da kennt noch Gori nix. Hier. Mach ein schönes Dekostück daraus. Shivaro ist tot. Jawoll, ja. Herax Lachen ist unbeschwert und fröhlich, als sprecht ihr über irgendeine Nebensächlichkeit, aber nicht über Mord. Das war kein Mord, das war Notwehr. Ne? Eine ausgezeichnete Neuigkeit. Ihr seid meine Heldin, meine Ritterin in strahlender Rüstung. Ich habe gehört, auf Golarion sei es üblich, dass eine Dame ihrer Ritterin ein Zeichen ihrer Zuneigung überreicht. Das hier soll euch an eure Freundin im 10.000 Wonnen erinnern. Stirnreif des Weisen und Einders. Oh, hoffentlich mit plus 10 auf Charisma. Tja. Das hier ist er, oder? Ja. Dieser Stirnreif gewährt seinem Träger einen Verbesserungsbonus von plus 4 auf Charisma- und Weisheitsattributwerte. Außerdem gewährt er einen Bonus von plus 4 auf Rettungswürfe gegen geistesbeeinflussende Effekte. Mhm. Ah, dem Namen entsprechend. Tja. Charisma-mäßig verbessert sich da bei dir nichts. Gegen geistesbeeinflussende Effekte, Wille. Naja, nicht schlecht. Das würde dann steigen. In der Regel ist es ja ein Willenswurf, den man da machen muss. Oh, ja. Was war's noch? Weisheit. Gut, für Land haben wir ja gerade erst das da gekauft. Ist plus 6. Weisheit, das ist besser. Das behalten wir. Tja. Ember wäre noch eine Kandidatin, aber die ist ja im Moment nicht dabei. Deswegen erstmal auf die Mitglieder der Stammgruppe das Zeug verteilen. Das hier ist ein ganz normaler Reif. Also ist der hier so gesehen besser. Derans Willensrettungswürfe steigen, weil die Weisheit jetzt gepusht wird. Und er hat natürlich nochmal die plus 4 auf Rettungswürfe gegen geistesbeeinflussende Effekte. Ja, ist schon nicht schlecht. Und Charisma plus 2, das haben wir gerade gefunden. Charisma plus 4, aber ich glaube, Ember hat sowas auch schon. Das ist für Ember nichts Neues. Gut, das hier ist Amulett der mächtigen Fäuste plus 2. Ich glaube, das nutzen wir gar nicht. Das nutzen, wenn, dann die Tierchen.
Apropos Tierchen, die sind jetzt irgendwie draußen geblieben. Wir wollen hier nicht bleiben. Wir gehen direkt zurück an die Tür der Arena Kampfesfreud. Also die Tierchen auch wieder mit dabei. Frage, wer von euch Tierchen? Also wir nutzen ja hier dieses mit dem mächtigen Fäuste, weil das einen Verbesserungsbonus auf die Angriffs- und Schadenswürfe mit natürlichen Waffen gibt. Das heißt, jetzt mit den flinken Fäusten ist es gar nicht so gut. Allerdings hat Aivo noch nicht dieses flinke Faust-Amulett, sondern wir haben da nur das mächtige Fäuste plus 2. Und das ist genau das gleiche, was wir jetzt gerade gefunden haben. Das macht also nichts anders. Das ist schade. Gut, dann ist es, wie es ist. Und ich denke, Frage an die Wissenden, ist eine Odenwaffe eine Fernkampfwaffe? Ich kann Fragen stellen, ha? Es ist eine spezielle Waffe. Es ist aus meiner Sicht keine Fernkampfwaffe. Eine Odenwaffe ist eine spezielle Waffe. Ich habe gerade überlegt, ob ich ihm diese, ne, ihr habt es gerade gesehen hier, das da anlege, weil das, er hat ja da noch nichts. Da kann man den Slot benutzen, aber offensichtlich ist es nicht so sinnvoll. Das ist nicht sinnvoll, weil er hat hier diese Rüstung, das wird völlig unterdrückt. Kann man also vergessen. Dann lasse ich den Slot lieber leer, um gleich auf den ersten Blick zu sehen, dass der Slot noch nicht belegt ist. Ja. Ansonsten hätten wir noch das hier, aber das ist eine Sache, die ich ihm nicht geben will. Nee. Gut. Ich denke, wir machen hier Schluss, denn das mit Sosiel, dem wollen wir genügend Raum geben. Der nächste Anlaufpunkt wäre die Taverne. Genau. Kampfesfreud, die Arena, um mal zu schauen, ob wir da was von Trevor hören. Und ihn vielleicht frei boxen oder frei kaufen können. Wenn das erledigt ist oder wir dann woanders hin geschickt werden, dann wäre der nächste logische Tagesordnungspunkt, dass wir was tun. Das hier ist Oberstadt. Das ist auch Oberstadt. Das ist im weitesten Sinne auch Oberstadt. Im Harem der Wunschträume Audienz erlangen. Auch Oberstadt. Nee, das ist Mittelstadt, genau. Wir werden dann als nächstes die 10.000 Won noch weiter untersuchen, denn da gibt es ja weitere Räume. Und irgendwo gibt es angeblich ja auch eine Spur von der Albtraumspinnerin. Das ist Spur von Schatten. Hier. Das ist da irgendwo eine Untersektion der 10.000 Wonnen. Das müssen wir uns anschauen. Und wenn das erledigt ist, würde ich behaupten, dass wir dann, also wenn wir nicht gerade dann zum Harem der Wunschträume eingeladen worden sind, dann sollten wir in die Oberstadt klettern und dort haben wir ganz, ganz viel zu tun. Richtig, richtig viel. Da geht so quasi jede Gefährtenquest weiter und wird uns richtig viel Sorgen machen. Und wir können dort auch dann diese Sukubi finden und damit den Auftrag von Zeklex abschließen und können dann in der Arena weiterkämpfen und uns damit dann den letzten Rufschub holen, um wahrscheinlich Nocticula auf uns aufmerksam zu machen. Hier, dann kriegen wir den dritten Check, denke ich. Ja. Oder wir legen die 10.000 Wonnen in Schutt und Asche. Aber ich glaube, das wollt ihr gar nicht. Ne? Schreibt es mir in die Kommentare. Hier sind wir durch und weiter mit den Besagten. Geht's im nächsten Teil. Bis dahin.